Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir stehen vor unserem Nova 330 und das hat einen Grund. Ich wollte eigentlich da hinten das Feld mähen, das war eigentlich meine erste Idee, aber dann habe ich mal kurz reingeguckt in die Karte. Es gibt zwei Felder zum Ernten und da habe ich mir gedacht, ja, da nehmen wir doch hier einfach mal den Auftrag an. Feld Nummer 3, ups, und zwar gibt es dort Gerste und das ist eigentlich ganz in der Nähe von unseren anderen Feldern und insofern müssen wir da auch nicht so weit fahren. Feld Nummer 3 ist hier oben, dieses Feld, und da können wir dann hier lang fahren und hier hoch und das sollte eigentlich kein Problem sein. Ist auch relativ gut zu fahren. Also habe ich mir gedacht, steigen wir hier ein in unseren Rostlmash und versuchen jetzt hier erstmal rauszukommen. So, ist aber ja alles keine so großes Problem, denn was haben wir denn hier eigentlich für eine Arbeitsbreite? Ich glaube keine 5 Meter oder so, oder? Was haben wir denn hier für eine Arbeitsbreite? So, da ist er. Ja, 5 Meter, also... Ja, ich glaube, bei dem, den wir uns mal ausgeliehen hatten für das Gerstenfeld, das wir hier gekauft haben und dann abgeerntet haben, ich glaube, da hatten wir irgendwas mit 6,70 Meter oder so. Also auf jeden Fall war das eine andere Hausnummer. Aber gut, ich meine, auf der anderen Seite bietet natürlich solch ein Schneidwerk den Vorteil... Oh, der Kollege hier ist fertig, oder wie, oder was? Bietet natürlich den Vorteil, dass wir hier auf jeden Fall ohne Wagen rumkommen und können tatsächlich hier den Weg auch entsprechend langfahren. Und somit haben wir kein Problem, hier zu diesem Feld zu kommen. Also machen wir hier einen Auftrag, mal zwischendurch was anderes. Schauen wir mal, wie abendfüllend das Ganze hier ist. Und ihr seht es, das Feld hier links, das wir uns gekauft haben, erst vor kurzem und abgeerntet, das ist jetzt gekalkt. Wir haben es auch schon mal ein bisschen hier angedüngt mit 3 Fuhren Gülle. Das war das, was noch im Kuhstall war. Und dann haben wir uns ja diesen Lemken 5 Meter Grubber besorgt. Und mit dem Valtra, der ja etwas mehr als 200 PS hat, ist es gar kein Problem gewesen, hier das Feld schon mal hier zu bearbeiten und vorzubereiten. So, aufklappen. Ne, ich glaube, den muss man nicht aufklappen. Nee, den muss man nicht aufklappen. So, dann können wir ja gleich mal loslegen. Na. Und ablassen. So. Gut, das funktioniert. Dann fahren wir mal wie immer das schön das Vorgewende. Yep. Und an der Stelle darf ich mich wieder mal recht herzlich bei allen neuen Abonnenten hier auf dem Kanal bedanken. Schön, dass ihr jetzt auch mit dabei seid und hier den Landwirtschaftssimulator oder The Division oder eben EA Sports PGA Tour auf meinem Kanal sehen möchtet. Was auch immer euch so erfreut. Es freut mich jedenfalls, dass ihr jetzt bei mir als Abonnent seid und eure Kommentare und eure Likes haben mich auch immer sehr, sehr gefreut. Bitte weiter so. Das hilft meinem Kanal. So was helfen würde, hier den Ertrag zu steigern, wäre wirklich hier den Rand auch abzufahren und nicht hier die Hälfte stehen zu lassen. So, sonst kriegen wir hier Ärger als Luna, dass wir unseren Job nicht richtig machen. Gut, jetzt hier hoch. So. Wunderbärchen. Das funktioniert soweit. Und wenn wir dann einmal das Vorgewende gefahren haben, dann sind wir... Oh, wir sind schon bei 34%. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, da geht es dann nämlich im Buschen ums Eck. Und oh je, er quält sich. Er quält sich. Also wir müssen hier definitiv quer fahren. Und dann können wir dann auf jeden Fall den Helfer losschicken. Und dann bin ich am Überlegen, weil wir ja mit dem Grubbern fertig sind, nehmen wir dann den großen Valtra und werden schon mal... den Anhänger holen. So, das klappt soweit. Yep. Sehr schöne Sache. So, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber dann da vorne ohne Probleme. So, dann schicken wir ihn schon mal los, weil er hat schon 56%.
So, wo ist er denn? Da ist unser Kollege. So, ich gehe mal davon aus, dass alles gegrubbert ist, oder? Müssen wir hier nochmal drüber, weil da noch ein bisschen... Kommt mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor. Aber ja, ja, da müssen wir nochmal drüber. So. Ja, also 5 Meter Arbeitsbreite macht sich schon deutlich bemerkbar. Gegenüber 4. Sollte man nicht meinen, aber der hier ist dann schon sehr zügig hier übers Feld gerauscht. So. Na, jetzt steht hier doch noch ein bisschen. Ja, okay. Bisschen Schwund ist immer. So, jetzt schauen wir mal, wo wir den jetzt unterbringen. Ich überlege gerade, eventuell erstmal vorm Anhänger. Ne, den müssen wir ja rausholen. Hätte ich mir ja beinahe ein Ei gelegt. So, vielleicht kriegen wir den daneben. Dann vielleicht erstmal hier hin. So, 80%. Achso, das ist auch nicht so clever. Da haben wir ja... Okay, okay, okay. Das ist auch nicht so clever. Ja. Schmeißen wir erst einfach mal hier an die Wand. So. Ach, den müssen wir ja ausklappen. Oh je. Da fällt mir gerade ein. Klar, den müssen wir ja ausklappen. Den können wir ja so gar nicht dahin machen. Okay, dann machen wir einmal vorwärts. Sonst kriegen wir hier echt noch Schwindelanfälle. Ja, den räumen wir später weg. Jetzt legen wir den erstmal dahin. Der muss sowieso noch geputzt werden. So. Gut. Und dann holen wir den Anhänger. Und jetzt muss ich nochmal schauen, wo wir überhaupt das Material hinbringen müssen. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen planlos. So, aber erstmal hier abtanken. Der Kollege wird mit Sicherheit schon da oben warten. So, also der Waldra war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Kauf. Den haben wir auch günstig bekommen beim Gebrauchtwarenhändler oder Gebrauchtmaschinenhändler unseres Vertrauens. Und der ist sehr, sehr gut. Bisschen mehr als 200 PS. Damit kommt man wenigstens hier jetzt am Berg auch vorwärts. So, jetzt wo steht der Kollege? Okay. Ja, steht natürlich jetzt falsch rum. Das ist richtig. Müssen wir einmal umparken. So, ich überlege jetzt gerade. Doch, das passt. So, hier müssen wir, von rechts kommt nichts, von links kommt nichts. Dann können wir hier rein und da steht ein Schild, vor sich Rehe. Naja, ich gehe nicht weiter drauf ein. So, hier rein. Ja, und dann parken wir hier mal und dann werden wir hier den Motor abstellen und so. Rückwärts ranfahren und abtanken. Sehr schön. So, jetzt wollte ich nochmal schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Wir müssen zur Getreidemühle, wo war denn jetzt wieder die Getreidemühle? Getreidemühle, nee, das war Zucker, Getreidemühle. Nee, das ist die Pizzeria, da ist, nee, das ist auch nicht, ich glaube, hier war die Getreidemühle, oder? Molkerei, Getreidemühle, alles klar, okay, sehr schön. So, und das passt wieder vom Timing. Schneidwerk ablassen und den Helfer wieder losschicken. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen. So. Ja, 2830, das gibt ein bisschen Kohle, gar keine Frage. So, hier fahren wir noch mal ein bisschen Vorgewende. Damit er auch genügend Platz zum Wenden hat.
und rückwärts. Ja, und dann ist es auf jeden Fall besser, wenn wir hier quer fahren, weil der hat einfach zu wenig PS, um wirklich den Berg hochzukommen. Und wenn wir schon oben sind, ist es natürlich dann auch geschickter, wenn wir dann bergab sozusagen hier diese Bahnen fahren. So, und jetzt hier rein und den Helfer wieder arbeiten lassen. Sehr gut. Dann schauen wir nochmal. 26, ja, okay, den können wir dreimal abtanken ohne Probleme. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir hier schon mal den Kollegen Lamborghini vorbereiten mit unserem Mähwerk. Weil bis wir das hier aus der Hütte rausgeholt haben, ist auch der halbe Tag vorbei. So, dann können wir uns nämlich schon mal vorbereiten auf... Kommen wir da überhaupt dran? Besser erst vorne, dann hinten. Okay, nochmal ausholen. So, das passt erstmal. Ja, die Spritze steht hier ein bisschen im Weg, aber ich glaube, da kommen wir gerade so vorbei. So. So, und da ist unsere Wiese und ich bin mir sicher, dass Charlie hier unterwegs ist. Ja, da ist er doch. Und den sollte man natürlich nicht vergessen. So, machen wir ein bisschen Futter rein. Futter, Futter, Futter. Und dann wird er bestimmt wieder hier durch. Lasst mich raten. Wird er hier durchrennen? Wo kommt er? Unser Zahn. Hallo Charlie. Der Zeitlupen-Charlie. So, wunderbar. Dann ist er wenigstens auch versorgt. Das war ein bisschen dicht. Also jetzt müssen wir schauen, wie wir hier am besten anfangen. Und wir haben ja gesagt, wir mähen hier einfach das Gras, am besten gleich in Schwarz. Und dann können wir das mit dem Sammelwagen aufsammeln und direkt in das Fermentersilo packen. Schauen wir mal kurz nach unserem Drescher. 58%, also der kann noch zwei, drei Bähnchen fahren. Dann legen wir hier los. So, erstmal vorne runter und dann hinten. Und das letzte Mal haben wir Heu gemacht, das heißt, dann ist die Schwart ausgeschaltet. Genau, er klappt hinten auf. Arbeitsmodus wechseln. So müsste das Ganze doch passen. Und ablassen und hinten und ablassen. So, die Wiesen geben echt einiges her an Material, das muss man so sagen. Also diese wirklich hier, diese Blumenwiesen sind echt auch optisch sehr, sehr schön. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil auch sie haben hier Fruchtzerstörung. Finde ich aber voll okay. Ist auch echt realitätsnah. Finde ich gut. So, Helfer hat 80%. Und diese Wiese ist natürlich wunderbar hier auch als Grundstückserweiterung. Da können wir uns nochmal später Gedanken machen, ob wir hier vielleicht dann ja eine Hof-BGA hier dann irgendwo noch installieren. So, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen hier mit der Kurve und dem Verkehr. So, da kommen wir rum. Ja, bleiben wir nicht in der Ecke hängen. Ja, hier können wir auf jeden Fall Erweiterungen bauen. Müssen wir mal schauen, ob wir hier vielleicht dann später noch irgendwelche Tierhaltungen oder ähnliches bauen. Jetzt ein Fahrsilo bietet sich jetzt nicht unbedingt an. Ich glaube, die Mengen an Material werden wir hier nicht haben. Und dafür haben wir ja auch unser Fermentersilo. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, weil wir da auch gleichzeitig eben Stroh, Heu und Silage drin laden, bunkern und dann auch relativ schnell ausladen können, beziehungsweise umladen. Also insofern, aber eine BGA oder so, das wäre eine Option. Oder hier halt eben nochmal einen zusätzlichen Kuhstall. Das wäre eine Option auf diesem Gelände. So, dann sind wir schon wieder hier einmal rum.
So, auch hoch. So, dann könnten wir eigentlich zuerst mal schauen, wie weit unser Drescher ist. Ja, klar. So, ist klar. Nee, habe ich überhaupt verpennt. Kam da überhaupt eine Anzeige? Ja, mit Sicherheit. So. Ja, ein bisschen mit dem Frosch im Hals zu kämpfen, das merkt ihr sicherlich. Also ich kann mich, wie gesagt, an dieser Map einfach nicht satt sehen. Das ist immer wieder wunderschön. Ganz toll gemacht. Also hier nochmal kräftiges Lob an den Modder. Wer das ist, steht bei mir in der Videobeschreibung. So. Und wir können hier ja, zurücksetzen, zurücksetzen, zurücksetzen. Einklappen. Naja, ich denke schon, da werden wir schon noch einige Male fahren müssen und mit Sicherheit auch einmal zwischendurch abfahren. Das Feld ist dann doch, ja klar, mit 5 Metern. So. Aber da können wir uns in der Zwischenzeit auf jeden Fall um unsere Wiese kümmern und die schön von Hand abarbeiten. So, hier wieder runterlassen. So, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Müssen wir das Feld eigentlich auch irgendwann mal bearbeiten? Ich glaube, gedüngt haben wir aber nicht gekalkt. Naja, gut, wir werden es dann sehen nach der Ernte. So, eigentlich kann ich ja... Ich muss ja sowieso nochmal zurück. Brauche ich ja gar nicht so knapp vorbeizufahren. So, den dünnen Streifen machen wir nur mit dem vorderen Mähwerk. Ja, und da fliegen wieder die Krähen aus dem Gras. So, dann setzen wir unten wieder an. Ja, ich glaube, die Nachbarn freuen sich auch schon. Es gibt ja fast nichts Schöneres als frisch gemähtes Gras zu riechen. So. Dann setzen wir einmal zurück. So, und dann haben wir es nämlich auch gleich hier. Bisschen hier durchklicken. Aber wir wollen es schon ordentlich machen hier mit Aushebeln. So. Und vorne wieder ablassen. So, komm, lauf, lauf, lauf.
Ja, das gute Mähwerk von Pöttinger. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache hier. So, vorne wieder erst runterlassen. Runterlassen und einschalten. Und dann hinten runterlassen und einschalten. Und jetzt schauen wir mal. Kommen wir da nochmal mit einer Fuhre durch? Ja, nee. Dann werden wir noch einmal hier mit dem Frontmähwerk das letzte Streifchen hier abarbeiten. Und damit soll es dann auch schon mal wieder für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir werden den Kollegen jetzt hier einklappen und auch aufräumen. Und dann werde ich natürlich hier das ganze Gras einsammeln mit dem Ladewagen und in unser Fermentersilo bringen und in der Zwischenzeit natürlich auch unseren Ernteauftrag auf dem Feld Nummer 3 abarbeiten. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, freue mich schon wieder auf die nächste Folge dann mit euch und verbleibe wie immer euer Badenfarmer und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.